Hey Leute, der Sturm geht weiter. Maya erzählt Shirin, dass sie Florian geküsst hat. Florian bedankt sich bei Hannes für seinen Einsatz bei Professor Bertholds Forschungsprojekt. Florian bedankt sich bei Hannes für seinen Einsatz bei Professor Bertholds Forschungsprojekt. Leah und Robert leiden beide unter ihrem Streit und planen gleichzeitig eine Versöhnungsaktion. Doch Ariane leitet bereits ihren nächsten Schritt ein. Patrick soll Robert so provozieren, dass dieser sich zu einem Faustkampf hinreißen lässt. Aber Robert geht auf die Provokation nicht ein, so dass Ariane die Sache selbst in die Hand nehmen muss. Werner inspiriert André zu neuen Rezeptideen. Maya kann sich nicht mehr länger vor der Wahrheit verschließen, sie liebt Florian und nicht Hannes. Währenddessen muss sich Florian von Erik anhören, wie riskant es wäre, wieder mit Maya zusammen zu sein. Florian nimmt sich die Worte zu Herzen und macht Maya klar, dass er keine gemeinsame Zukunft sieht. Patrick behauptet Leah gegenüber, von Robert verprügelt worden zu sein. Um die Belegschaft zu besserer Zusammenarbeit zu animieren, bittet Christoph Alfons, ein Buhle-Turnier zu organisieren. Damit alles fair abläuft, entschließt sich Alfons, die zwei Teams zufällig auszulosen. Doch dann kommt Christoph zu ihm und will unbedingt mit Selina in einem Team spielen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.